Herzlich willkommen, ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema in diesem Video, warum es in Deutschland Familien gibt, die trotz einem Vermögen auf den Konten in der Armutsfalle sitzen. Dieses Thema beschäftigt mich tatsächlich schon nun seit mehreren Jahren und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieses als Hauptthema in meinen Beratungen voranzustellen. Und 90% meiner Kunden und Mandanten haben diese Vorsorge getroffen, die aus meiner Sicht die wichtigste aller Vorsorgen darstellt. Und zu dieser Vorsorge, zu diesem Thema, möchte ich Ihnen ganz gerne heute einen Fall erzählen, den ich vor etwa 17, 18 Jahren erlebt habe und damals noch nicht wusste, warum das Endergebnis so war, wie es war. Ich hatte einen Kunden, einen jungen Mann, eine junge Familie. Er war etwa wie seine Frau zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sie hatten zwei Kinder, zwei Mädchen, die in dem Alter waren, wo man sie permanent irgendwo hinfahren muss. Musikunterricht, Sport, Schule und so weiter. Dieser Mann, der hatte damals einen Traum, den er als junger Mensch schon hatte. Und er hat sich erträumt und gewünscht, dass er sich einmal in seinem Leben ein neues Auto kaufen kann. Er war Zimmermann, Handwerker und hat damals sehr viel am Wochenende und am Abend nach dem Arbeitstag noch anderen geholfen, einen Dachstuhl aufzubauen, Dach zu decken, zu reparieren, alles was mit Holz zu tun hatte und hat sich dann im Laufe der Jahre so viel Geld zusammengespart, dass er sich endlich ein neues Auto bestellen konnte. Er hatte sich einen Passat ausgesucht, den er auch direkt von dem Hersteller im Werk abholen wollte und sein Traum war sozusagen in Erfüllung gegangen. Er war bei mir rundum versichert, Unfallversicherung, Kfz-Versicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, Zusatz, Tagegeld und so weiter. Und er ist ganz voller Stolz mit der Bahn in den hohen Norden gefahren, das Auto abzuholen und hat dann, bevor er gestartet ist, also auf der Rückfahrt, seine Frau angerufen, war ganz glücklich und happy und hat gesagt, hey, ich habe das Auto, es läuft super, ich bin total zufrieden und ich fahre jetzt zurück und freue mich schon, wenn ich wieder daheim bin. Und in der in Mitteldeutschland auf einer Autobahn gab es leider einen sehr schweren Unfall, eine Massenkarambolage, in die er verstrickt war. Unverschuldet für ihn, aber trotzdem in die er verstrickt war. Er war sehr schwer verletzt, lag im Koma, musste ins Krankenhaus. Auto war natürlich total Schaden. Und das Erste, was man die Frau gefragt hat, als man sie vom Krankenhaus nach ein paar Stunden angerufen hat, gibt es denn eine Vollmacht, gibt es eine Patientenverfügung, die sie und ihr Mann vereinbart haben? Die Frau musste leider sagen, nein, sie wusste auch gar nicht, was das ist. Und deswegen wurde ein Betreuer vom Amtsgericht bestellt, der sozusagen im Krankenhaus dann alles geregelt hat, Operation, Behandlung und so weiter. Und nach ein paar Tagen, als die Frau ihren Mann besuchte, hat man dann festgestellt oder ihr mitgeteilt, dass es wohl so sein wird, dass ihr Mann Pflegefall bleibt. Er war da immer noch im Koma und dass ein Betreuer sich um die Belange ihres Mannes kümmern wird. Was jetzt noch ganz wichtig ist bei diesem Fall, ist, dass alle Versicherungen, die er hatte, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Vollkaskoversicherung vom Auto, Krankentagegeldversicherung und so weiter, all diese Versicherungen haben die Leistungen bezahlt, die sie versprochen hatten in der Police. Das heißt, auf dem Konto des Mannes hat sich Geld angesammelt, viel, viel mehr, als er jemals hatte. Die Unfallversicherung hat damals, das waren ja noch Zeiten, ich glaube, das war gerade so die Kippe zu D-Mark-Zeiten, ich glaube, der hat damals 350.000 D-Mark ausbezahlt bekommen, zusätzlich dann noch die Berufsunfähigkeitsrente, die gesetzliche Rente und so weiter. Das hat sich alles auf dem Konto des Mannes dann angesammelt und der Betreuer hat natürlich als erstes eins getan, hat das Gemeinschaftskonto der Eheleute getrennt und hat das Kapital, das der Mann bekommen hat und hatte, auf dem neuen Konto, das von ihm verwaltet wurde, betreut und der Frau
ein Haushaltsgeld zugestanden, damit sozusagen das Leben weitergeht, die Miete bezahlt wird und so weiter. Als allerdings die Frau den Betreuer fragte, ob es möglich ist, dass sie Geld bekommen könne für ein Auto, weil sie ja jetzt nun kein Auto mehr hatte, damit sie die Kinder transportieren kann, einkaufen kann und so weiter, war die Botschaft oder die Antwort des Betreuers: Liebe Frau, wir können nicht, ich kann nicht Geld, das Ihrem Mann gehört, den ich betreue, Ihnen geben, weil Ihr Mann braucht momentan kein Auto und deswegen kann ich dem nicht zustimmen. Also die Frau machte dann die ganzen Besorgungen zu Fuß mit dem Fahrrad, mit Nachbarn und hat das irgendwie geschafft. Aber es war sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr aufregend. Der Mann war, wie gesagt, Pflegefall und so. Das Ende vom Lied war, dass nach 4, 5 Jahren sich die Frau von ihrem Mann getrennt hat, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Dieses Leid und diese Not, diese Armut. Obwohl natürlich genügend Geld da war, das allerdings für die Frau nicht greifbar war. Und aus diesem Grund dieser Fall zeigt mir heute, das ist ungefähr 5, 6 Jahre her oder vielleicht 7 Jahre, also das war dann 2011, habe ich erst verstanden, warum, obwohl der Mann so gut versichert war und genügend Geld geflossen ist, dass trotzdem die Ehe zerbrochen ist an einer Armut, die die Frau nicht mehr ausgehalten hat. Und aus diesem Grund habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Generationenberater, Notfallmanager und auch Testamentsvollstrecker zu machen, weil ich parallel dazu auch noch in der Hospizarbeit tätig bin und dort immer wieder sehe, was passiert, wenn Menschen nicht richtig vorsorgen. Und Vorsorge ist nicht eine Versicherung abschließen, das weiß ich heute. Und deswegen ist es mein Hauptanliegen, dass alle meine Kunden und auch alle Menschen, die draußen es noch nicht wissen, erfahren, dass jeder ab 18 von Gesetzes wegen dazu gezwungen ist, wenn er seine Dinge nicht mehr erledigen kann, einen Betreuer zu bekommen. Und dieser Betreuer sich dann um alles kümmert. Meistens, wenn er vom Amtsgericht bestellt wird, wird der auch noch von dem Geld des Betreuten bezahlt. Und das möchte ich vermeiden und deswegen ist die Vorsorge, die rechtliche, rechtskonforme, wasserdichte Vorsorge für mich die Priorität 1 in der Vorsorge. Und dann oder parallel dazu kommen erst die Versicherungen, die notwendig sind, um die lebenswichtigen Risiken oder existenzzerstörenden Risiken abzudecken. Mein Motto, wie Sie vielleicht wissen, erst die Menschen, dann die Sachen. Und die rechtliche Vorsorge ist das Fundament oder das Dach einer jeglichen Vorsorge. Und deswegen möchte ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie 18 Jahre und älter sind, sich unbedingt darum zu kümmern, dass Sie eine rechtliche, rechtskonforme Vorsorge getroffen haben in Form von einer Vollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Und am besten mit dem Service, dass diese Dokumente permanent aktuell nach dem Gesetzesstand aktuell gehalten werden, was es normalerweise bei herkömmlichen Rechtsanwälten und Notaren diesen Service nicht gibt. Also Sie sollten wirklich darauf schauen, dass Sie einen Servicevertrag zu einem Mini-Betrag im Jahr von 39 Euro besitzen, der Ihnen gewährleistet, dass Ihre Dokumente im Notfall tatsächlich Gültigkeit haben. Das möchte ich Ihnen mit diesem Video mitgeben. Und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren, stellen Sie sie mir direkt, rufen Sie mich an. Und ich unterstütze Sie in der Erstellung dieser Dokumente und beantworte alle Ihre Fragen gerne und ausführlich. Das war's für dieses Thema. Ich werde noch öfter solche kleinen Fälle und Geschichten erzählen, damit Sie wissen, dass es aus dem Leben gegriffen ist, dass sowas täglich passiert und keiner davor geschützt ist, egal welchen Alters. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Hat es Ihnen gefallen? Geben Sie mir einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal, erzählen Sie es weiter. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, dass Sie niemals in diese Situation kommen, wie gerade geschildert.
und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihr Klaus Echtler.